Hallo, nun zeige ich euch mal die Raupen, die aus dem Eimerchen kamen. Die sind schon etwas größer, sind fleißig am Fressen, sind schon ganz schön weiß. Die Kinder sagen immer, die sehen aus, als ob sie ein Brautkleid anhätten, was ich sehr niedlich finde. Ich möchte euch gleichzeitig die Behausung vorstellen. Und zwar ist das eigentlich ein Regenwurm. Behausung von Werfritz. Ich würde sie dafür allerdings nicht nutzen. Das hat eine Kollegin schon früher gemacht. Und wie man schon hier schön sieht, das Holz windet sich und spaltet sich. Ich muss es auch schon leimen, weil es schon auseinandergegangen war. Aber für Regenwurm, Quatsch, für Raupenzucht eignet sich's hervorragend. Besonders wenn man das Kinder veranschaulichen möchte. Da hier oben, wie man schon sieht, ist ein Schiebeprinzip. Da kann man hier diese Falltür einsetzen und wieder herausnehmen. Und hier oben ist dann ein Netz dann drüber gespannt, sodass Raupe nicht rauskommt und auch nichts reinkommt, was nicht reinkommen sollte. Und was sehr heiß begehrt ist, ist das Ausmisten. Und zwar habe ich am Anfang zwar Tüchlein drin gehabt, damit die Kotpöppelchen da aufgefangen werden. Die Kinder, die stehen aber ganz arg drauf, mit so einem kleinen Besen da rauszufegen und im Kinderkehrwisch diese Puppenteile da, um das sauber zu machen. Deswegen habe ich das weggelassen und die Kinder können dann da fleißig fegen. Besonders diese Ritze da vorne ist sehr begehrt, sauber zu machen, weil sich da sehr viel ansammelt. Ja, nun sind die kleinen Fresserchen hier schon so groß. Denkt nochmal so 2, 3, 4 Wochen, dann könnte es in die Kokonbauphase gehen. Bis dahin werde ich hoffentlich noch ein paar Zwischenvideos posten. Ansonsten freue ich mich wie immer auf eure Kommentare und die Unterhaltung mit euch und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag.